Vielleicht kann ich südlich von unserem Dorf ins Wasser und dann mich unserem Haus nähern. Oh. Eine kleine Höhle. Cool. Vielleicht funktioniert das ja. Wir werden weit springen müssen. Und wir sollten mal was trinken, was essen. Wow. Hat er was fallen lassen? Kein Dreizack. Zu schade. Luftblasen. Cool. Hä? Was ist jetzt los? Mit diese blöden Lags. Bin ich noch richtig? Ich glaube, nein. Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Hatte ich genau während des Umdrehens einen Lag und dann hat er mich beim Umdrehen wieder zurückgesetzt. Blöd. Aber es war früher auch schon eine recht tolle Meeresumgebung, muss ich schon sagen. Oh, lauter Leben gibt's hier. Falls wir mal welchen brauchen, wissen wir, wo wir welchen kriegen. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung. Aber dass wir bei beiden Dörfern nicht keinen Überfall provozieren konnten, das finde ich schon ein bisschen blöd. Müsste, glaube ich, die Insel sein, die wir abgebaut haben. Oder zum Teil abgebaut haben. Wir sind da ja noch nicht fertig. Wenn wir mal Sand brauchen, gehen wir da wieder zurück. Und da müsste jetzt langsam unser Haus kommen. Also, wir versuchen das von rechts. Hallo, Delfin. Dich brauchen wir. Danke. So, irgendwo da müssten wir jetzt hoch. Ja. Wir sehen von hier aus immer noch den Tempelberg. Richtig geil. Es wird kein Überfall provoziert, Leute. Geil. Vielleicht ist das ein Bug und ich habe hab den Buff gar nicht mehr, böses Omen. Okay, räumen wir mal auf. Was haben wir denn zum Aufräumen? Wir haben Gräser. Hohes Gras. Das hatten wir noch gar nicht. Geil. Dann haben wir unheilvolle Savanna. Sehr schön. Toten Busch. Haben wir keine Schere mehr? Okay. Toten Busch haben wir noch. Der ist voll. Geil. Das Boot gehört raus. Hier haben wir Leder und Kaninchenfell. Dann die Phantomhau. Oder erstmal hier. Süßbären. Dann Phantomhaut haben wir hier vorne. Papier hätten wir noch. Eine Angel mit Reparatur. Angeln haben wir hier irgendwo. Ja. Dann Satteln müssten wir auch hier irgendwo haben. Ja. Weizen. So, Leine, Papier. Das war's jetzt. Okay. Das Boot kommt noch nach draußen. Was Neues zu essen bräuchten wir?
Nehmen wir mal. Mal sehen, haben wir hier irgendwas gebratenes mit ein voller, wo wir einen vollen Steak haben? Ja, dann nehmen wir das Steak. Bisschen sortieren wieder. So. Dann den Wassereimer können wir mal hier lassen. Den brauchen wir gerade nicht. Aber eine Schere hätte ich gerne. So, dann platzieren wir jetzt das Boot und dann fahren wir einfach wieder zum Pilzhaus. Da wissen wir, können wir einen Überfall provozieren. Oh ne. So, es ist echt geil, Leute. Wir sehen jetzt schon, obwohl wir gar nicht mal in der Nähe waren oder so, sehen wir jetzt schon fast bis zum Pilzhaus. Also die erhöhte Rennerdistanz ist, gefällt mir sehr. Sehr gut gefällt mir die. Seht mal, da ist ein kleiner Pilz, den haben wir früher auch nie gesehen. Und da ist das große Pendant. Das große Ebenbild. Gefällt mir. So, ich bin gespannt, Leute, wie das jetzt ausgeht mit dem Überfall. Ich höre einen Zombie. Ob wir hier einen provozieren können. Wenn nicht, dann ist der Bug, dann ist das ein Fehler im Spiel. Vielleicht weil ich mich ausgelockt habe, dass das immer noch angezeigt wird, obwohl wir den Buff gar nicht mehr haben. Ansonsten würden die anderen beiden Dörfer nicht als nicht mehr erkannt. Also okay. Ach ja, wir müssen ja erst nach oben. Wir müssen erstmal nach oben, denn oben ist das Dorf, nicht hier unten. Ja. Wir waren noch nicht schlafen und es wird Nacht. Verdammt. Da drüben. Die ignorieren mich schon wieder. Noch zwei Räuber verbleiben. Hallo? Ich hab doch den... Hallo? Ich schieß doch die durch? Treffer. Skelett. Der nächste Überfall. Dort unten.
Der greift plötzlich doch an. Es sind doch mindestens drei. Jetzt sind es noch zwei. Da ist ein Skelett. Irgendwo hier höre ich ihn. Wahrscheinlich ist er irgendwie da hoch. Au. Das ist ein Zombie. Da oben. Er ist mir abgehauen. Nur noch der eine, der irgendwo hier herumrennt. Hä? Treffer! Treffer! So, Phantome könnten auch wieder kommen. Wir haben ja noch nicht geschlafen. Wo sind sie jetzt? Da drüben. Eine Hexe. Ich weiß aber nicht, ob die zum Überfall gehört. Oh, verdammt. Wow! Noch zwei. Noch einer. Das könnte die Hexe sein, die wir da hinten gesehen haben. Ja, ein Smaragd. Mist. Wir müssen was essen. Ach da, Armbrust. Irgendwo hier waren doch noch Erfahrungspunkte, oder? Da oben. So, wo ist jetzt der eine? Ist das wirklich die Hexe, die da unten war? Ich töte sie mal. Das ist irgendwo eine Spinne. Spinne. Ja, sie gehört dazu.
Hallo, Hexe, wollte ich sagen. Das ist gerade nicht ganz so gut, was hier passiert. Gehen wir wieder nach oben. Jetzt ist hier irgendwo diese Spinne. Irgendeinen treffe ich schon, dachte ich mir. Aber nein. Da habe ich einen getroffen. Plötzlich kämpfen die gegen mich. Nur noch zwei. Nur noch der eine. Tja. So, ich könnte jetzt das letzte Brot essen. Dann könnte ich auch das aufnehmen. So, die Nacht ist auch vorbei. Wo ist denn jetzt der eine hin? So, die nächste Welle. Und da kommt ein Zombie. Und ein Creeper ist da auch. Der Creeper ist weg. Irgendwie kam das gerade von da hinten. Ein bisschen aufräumen. Die behalte ich. Da ist der Creeper. Der Creeper lebt noch. So, wo sind jetzt die anderen? Treffer. Wer schießt? Da ist ein Creeper. Da ist eine Hexe. Da ist ein Reiter. Also kein Reiter, sondern das Reittier. Okay, jetzt ist da noch ein Skelett.
So, der ist hinüber. Es sind immer noch mindestens zwei. Mindestens drei, meine ich. Aber hier sehe ich keinen. Vielleicht sind sie im Dorf. Ein Magier. Zum Glück ist der Magier schon tot. Die anderen besiegen sich Stück für Stück von alleine durch unsere Dornen. Seht ihr? Okay, ich glaube, das waren alle. Also ab sofort kommen Magier. Was war das jetzt? Wahrscheinlich wieder ein Lag. Mann, die sind echt gut. Aber jetzt.